Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sehen uns heute mal die McDonald's App an. Ich war neulich im McDonald's, habe ich auch ein Video drüber gemacht, habe dort einen Big Mac verkostet und habe mich über die überzogenen Preise aufgeregt. Und das war Grund genug für mich, die App mal runterzuladen und mir mal anzusehen, was die zu bieten hat. So, kleiner Disclaimer, ich möchte hier keine Werbung für McDonald's machen. Ich denke, wir sind uns einig, McDonald's-Fraß ist Schmutz, Dreck, es taugt nichts. McDonald's möchte gerne seine Gewinne optimieren. Sie möchten nicht unbedingt, dass die Gäste sich gesund ernähren. Sie möchten vor allem, dass die Gäste wiederkommen. Haltungsstufe ist sozusagen null. Es gibt gar keine Haltungsstufe. Das ist das billigste Fleisch, das man bekommen kann. Und auch die Verpackung ist nicht so umweltneutral, wie McDonald's das immer wieder darzustellen versucht. Also ich möchte keine Werbung für McDonald's machen. Auf gar keinen Fall. Ich bekomme hier auch kein Geld dafür. Und dennoch, mich persönlich zieht es da ab und zu mal hin. Ich gehe da nicht täglich hin, weiß Gott nicht, aber so ab und zu brauche ich mal einen Hamburger oder einen Big Mac, eben der geilste Burger von McDonald's, meiner Meinung nach, den es ja jetzt neu gibt. Also muss ich den bei Gelegenheit nochmal verkosten. Ihr seht ihn hier, den neuen Big Mac, frischer, saftiger, einfach mehr. Und so sieht die App aus, wenn man sie aufmacht. Wir versuchen den mal zu entdecken, den neuen Big Mac, frischer, saftiger, einfach mehr. Wir haben die Zubereitung für Big Mac, Cheeseburger und Co. optimiert und viele Details, die er sowieso schon an unseren Klassikern liebt, noch liebenswürdiger gemacht. Saftigere Patties, fluffigere Buns, noch frisch garnierter Salat und vieles mehr. Viele kleine Details, die einen großen Unterschied machen. Genieße die Big Mac Vielfalt, nur für kurze Zeit der Big Mac Bacon TS und Double Big Mac. Wobei der Double Big Mac, der scheint ja echt mal heftig zu sein. Also Big Mac Bacon TS, das kann ich mir noch vorstellen. Der sieht so aus. Und das hier ist jetzt der Double Big Mac, wo insgesamt 4 Patties drauf liegen. Ich bin nicht sicher, ob ich das brauche, aber klingt schon gut. Frischer, fluffiger, saftiger, schmelziger, würziger, soßiger. Wer es glaubt. Hunger auf ein gratis Upgrade. Das große Big Mac Menü Upgrade. Sicher dir jetzt den Coupon und wir machen dein Big Mac Menü gratis zum Big Mac Bacon TS oder Double Big Mac Menü. Nicht zum Mac Menü Small. Also hier gibt es ein gratis Menü Upgrade. Hier gibt es verschiedene Coupons. Im Zusammenhang mit dem neuen Big Mac. Das könnt ihr euch selber mal ansehen in der App. Das war also der neue Big Mac. Unsere besten jetzt noch besser. Sind noch andere Burger optimiert worden. Cheeseburger, Hamburger Royal TS und Hamburger Royal Käse. So, wenn euch das interessiert, könnt ihr noch selber euch da ein bisschen reinlesen. Das war der Disclaimer. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen App. Die sieht so aus. Und wenn ihr über diese App bestellt, bekommt ihr für jede Bestellung Punkte. Und diese Punkte, die summieren sich und irgendwann kann man die auch einlösen. Ich habe zum Beispiel 507 Punkte im Moment und für 400 Punkte bekomme ich bereits einen Cheeseburger, Chickenburger, Milchshake nach Wahl oder ein Heißgetränk nach Wahl gratis dazu und auch noch andere Sachen, heiße Apfeltasche, Pommes etc. Und ab und zu gibt es auch so Sonderaktionen von McDonald's. Und wichtig dabei ist, dass ihr immer über die App bestellt oder zumindest so einen Coupon einlöst. Das funktioniert auch. Dann gibt es diese Punkte auch. Also ich zeige euch das einfach mal. Aktuell gibt es hier in der Übersicht von My McDonald's folgende Coupons. So, und da können wir jetzt einen raussuchen. Finde die jetzt nicht wirklich attraktiv, die Coupons. Bis vor kurzem waren sie das aber. Meine Prämien, Coupons, alle Coupons, Mac-Menü, Heißgetränk regulär. Also hier zum Beispiel ein Big Mac Bacon TS Mac-Menü zum Preis eines Big Mac Mac-Menü. Also ihr zahlt ganz normal euren Menüpreis, bekommt dafür aber einen größeren Big Mac, das heißt einen extra großen mit 4 Patties XL oder eben einen Bacon TS als Mac-Menü zum Normalpreis eines ganz normalen Big Mac-Menüs. Das sind die Coupons im Moment. Bis vor kurzem gab es zum Beispiel auch noch 2 Cheeseburger für 3 Euro. Da gibt es immer wieder mal neue Angebote, die man sich unbedingt anschauen sollte. Denn 2 Cheeseburger oder Chickenburger für 3 Euro, da kann man wirklich nicht sagen, der normale Chickenburger kostet ja schon um die 3 Euro. Für jede
Aktion für jedes Angebot. Ich klicke jetzt mal irgendeins an, gibt hier diese Codes und die kann man einfach am Display von McDonald's abscannen lassen oder man gibt den Code selber ein über die Tastatur und dann wird der entsprechende Coupon inklusive aller Vorteile und so zum Warenkorb hinzugefügt. Bezahlen könnt ihr das dann trotzdem ganz normal am Automaten. Ihr könnt aber auch in der App direkt bestellen. Dafür ist dieser Tab da. Chicken Burger plus ein Produkt. Cheeseburger plus Pommes Fritz klein plus ein Produkt. Schauen wir da mal rein in unseren Bestellkorb. Cheeseburger und Pommes Fritz klein 4,48. Ich glaube, das gab es auch für um die 3 Euro vor kurzem. Chicken Burger 2,60. Und eben zwei Chicken Burger für 3 Euro. Also das ist schon ein faires Angebot. Ich finde es insgesamt wirklich übertrieben teuer im McDonald's. Und deswegen habe ich angefangen, diese App hier zu nutzen. Empfehlen kann ich auch die Mac Smart Menüs. Da hatte ich auch schon mal eins. Testweise für 5,99 Pommes Fritz Mittel Cheeseburger. Dazu gibt es eine Soße. Ich kann die Cayona Soße oder wie die heißt empfehlen. Die habe ich vor kurzem. Cayun Soße hier unten. Die habe ich vor kurzem probiert. Die ist richtig lecker. Die schmeckt cremig, frisch, so ein bisschen nach Mayonnaise. Ist aber gleichzeitig scharf, irgendwie süßlich scharf. Ich fand die extrem lecker, die Cayun Soße, die aber jetzt leider schon wieder nicht mehr verfügbar ist. Also das, finde ich, kann man noch bezahlen, so ein Mac Smart Menü. So die Highlights, die großen Menüs, die finde ich schon wirklich ziemlich teuer. So viel dazu. Hier sehen wir nochmal den Startbereich. Ganz oben die neuen Produkte, in dem Fall der neue Big Mac. Mehr Punkte, mehr Prämien. Aktiviere deine gewünschten Extra-Punkte. Hier gibt es verschiedene Extra-Punkte. Ab 15 Euro Bestellwert beispielsweise oder auch doppelte Punktzahl für deine nächste Bestellung. Ihr seht das ganz unten. Ja, die Punkte läppern sich wieder. Dafür kann man sich dann wieder kostenlosen Burger holen und so weiter. Ich denke, ihr habt es verstanden. Sonst hinterlasst mir gerne einen Kommentar im Kommentarbereich. Ich erkläre es euch gerne auch nochmal. Das ist der Startbereich. Das ist der Bestellenbereich. McDonald's liefert auch nach Hause. In Kombination, denke ich, mit externen Anbietern. Das brauchen wir an der Stelle aber auch nicht besprechen. Das habe ich auch noch nie ausprobiert. Das ist der Bereich My McDonald's. Hier sind die ganzen Coupons. Das habt ihr gerade gesehen. Und dann gibt es noch Dein Remix. Ich weiß auch nicht genau, was das ist. Dein Remix, Dein Deal. 6 Stunden, 1 Minute, 58 Sekunden. Mach die App zu deiner Bühne. Bald geht's los. Vom 27.07. bis 30.08. hast du täglich die Möglichkeit, dir deinen ganz persönlichen Coupon für 5 Euro zu remixen. Werde mit der App zum DJ und Remix täglich einen Coupon ganz nach deinem Geschmack. Klassiker wählen, Beilage wählen, Coupon remixen und für nur 5 Euro genießen. Wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Man kann hier nichts anklicken. Es läuft ja auch noch nicht, geht erst am 27. los, also morgen. Heute, Zeitpunkt der Aufnahme ist der 26. Und dann könnt ihr euch eben hier anscheinend selber ein Menü zusammenmixen, bestehend aus einem Klassiker, einer Beilage. Und dann ist man eigentlich versorgt. Getränk scheint da nicht dabei zu sein, aber 5 Euro, das ist auch wieder fair im Gegensatz zu den Standardangeboten, die hier so haben. Unter mehr finden wir dann noch unser Profil, Bestellungen und Favoriten, Restaurants in der Nähe sowie Produkte. Also das ist eine kostenlose App, wo ihr euch relativ schnell und unkompliziert anmelden könnt. Wenn ich zu McDonald's gehe, dann meistens mit einem Coupon. Hier Doppelpackmenü 11 Euro. Ne? Das sind zwei dicke Burger, Getränk und Pommes. Wenn ich ein normales Menü nehmen würde, Big Mac Menü beispielsweise, würde das glaube ich auch schon 8,99 kosten oder so. Und für 10,99 dann das Doppelpack, das ist irgendwie dann schon wieder fast fair oder günstig, wie auch immer. Das war die McDonald's App. Kann ich nur empfehlen, die gibt es für Android und iOS. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like zu dem Thema, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und tschüss.